Andererseits, ja, euch ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass 2016 fast rum ist und wahrscheinlich fragt ihr euch genauso wie ich, wo die ganze Zeit geblieben ist. Das Jahr ging unheimlich schnell rum, zumindest für mich, weil sehr, sehr viel passiert ist. Und ich finde, es ist Zeit, mal ein kleines bisschen die ganzen Sachen Revue passieren zu lassen. Anfang des Jahres durfte ich die kenianische Autorin Yvonne Adhiambo-Uwuor interviewen. Das war ziemlich cool, das ist eine super nette Autorin und ihr Buch Der Ort, an dem die Reise endet, hat mich echt umgehauen, als ich es gelesen habe. Es ist nicht mein Jahreshighlight 2016 geworden, weil ich es 2015 gelesen habe, auch weil es erst im März rausgekommen ist. Ist natürlich in dem Sinne schade, aber ich werde euch nachher noch andere ziemlich coole Bücher vorstellen, die ich dieses Jahr gelesen habe. Dann habe ich Anfang des Jahres noch mein Abi gemacht und ja, das bedeutet natürlich einen ziemlichen Umbruch, wenn man dann nach 12 Jahren die Schule verlässt. Ich meine, ich bin jetzt 18, ich habe mehr als mein halbes Leben in der Schule zugebracht. Und das ist halt einfach das, was man so kennt. Man ist daran gewöhnt. Und es gibt einem halt auch Sicherheit irgendwie, so nervig man die Schule auch findet. Dann habe ich den Sommer mit ganz, ganz verschiedenen Dingen zugebracht. Ich habe meinen Führerschein gemacht, ich bin volljährig geworden. Erwachsen wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Außerdem stand ich relativ viel vor Fernsehkameras als Komparse. Ich habe gestern auf meiner Facebook-Seite zum Beispiel mal den Link zu dem Trailer für Der Lehrer geteilt, wo man mich sogar tatsächlich sieht. Ich glaube, ich verlinke euch das einfach mal unten in der Infobox, dann könnt ihr euch es auch angucken, wenn ihr möchtet. Und ansonsten war ich mit meinem Freund in Belgien im Urlaub. Ich habe mir mein erstes Tattoo stechen lassen. Hier, ich zeige es euch nochmal. Dämliches Band. So, die Schreibfeder, die natürlich auch nicht ohne literarische Bedeutung ist. Und im Herbst kam dann der Beginn des Studiums Politik und Gesellschaft mit Beifach Rechtswissenschaften. Letzteres ist natürlich nicht anspruchslos. Ich habe gestern erstmal so eine Übungsklausur richtig, richtig in den Sand gesetzt und war total verzweifelt und habe mich angefangen zu fragen, ob das überhaupt das richtige Fach für mich ist und dass ich so froh bin, es nicht auf Staatsexamen zu studieren. Aber ich denke, dass ich es weitermachen werde, weil es mir Spaß macht. Genau wie mein Politikstudium. Und ja, dann durfte ich im Herbst auch noch Dan Wells interviewen, einen US-amerikanischen Autor, der auch super, super nett war. Und das war halt auf der Frankfurter Buchmesse, die natürlich auch immer so ein gewisses Jahreshighlight darstellt, weil man die ganzen Booktuber mal trifft. Ich meine, klar, man kommentiert, man schreibt sich vielleicht mal, aber man sieht sich halt nicht. Und das macht schon einen Unterschied. Und für mich ist das doofe, dass halt viele Booktuber-Treffen irgendwie in Stuttgart, in München, in Hamburg oder in sonst wo sind, wo ich einfach nicht wohne. Ich glaube, das letzte Kölner Booktuber-Treffen ist eine ganze Weile her und sollte sich da nichts ergeben, werde ich einfach mal selbst eins organisieren müssen, wie es aussieht. Und ich glaube, das war es auch schon so an den richtig großen Jahreshighlights. Aber es gab auch viele Bücher, die mich dieses Jahr begleitet haben. Insgesamt habe ich dieses Jahr nämlich 87 Bücher gelesen, was eine Menge ist. Aber es sind auch 87 neue Bücher dazugekommen. Das heißt, das Ganze hält sich einigermaßen die Waage. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt in der ersten Jahreshälfte 45 Bücher gelesen habe und 44 Bücher neu bekommen habe. Und jetzt in der zweiten Jahreshälfte habe ich nur 42 gelesen und 43 neu bekommen. Das heißt, hier stehen jetzt ein, zwei Bücher rum, die noch darauf warten, von mir gelesen zu werden. Und eigentlich hätte ich noch einen Ausgleich schaffen können, aber ich glaube, dass ich das Buch Albert muss nach Hause nicht mehr vor Jahresende schaffe. Das wäre ziemlich unrealistisch, das anzunehmen. Deswegen wird es wohl bei dem Ergebnis bleiben, aber ich bin total stolz auf mich, dass ich so viel gelesen habe. Letztes Jahr habe ich 63 Bücher gelesen und dieses Jahr waren das dann ja 24 Bücher mehr und das ist jetzt nicht so, als ob in diesem Jahr so wenig passiert wäre, dass ich irgendwie unterbeschäftigt gewesen wäre. Wobei ich letztes Jahr auch auf Rhetorikwettbewerben war und bei Jugend debattiert und 3 Theaterstücke auf die Beine gestellt habe und. Ich glaube, ich habe euch einen Jahresrückblick gemacht, in dem ich euch das alles lang und breit erklärt habe. Ja, aber ihr seid bestimmt gespannt, was für Bücher 2016 für mich so die Highlights waren. Ich werde euch gar nicht die schlechtesten Bücher vorstellen, weil ich mir denke, wenn diese Bücher schon so schlecht sind, dass ich mich teilweise echt über die aufgeregt habe, warum sollte ich sie auf meinem Kanal vorstellen? Ich meine, klar, von Philosophie habe ich die Tage ein ziemlich lustiges, unterhaltsames Hate-Video auf so ein paar schlechte Bücher gesehen. Und wenn ihr unbedingt wollt, dass ich euch die schlechten Bücher auch noch vorstelle, dann mache ich das natürlich. Aber fürs Erste lasse ich es, weil ich positive Energie verstrahlen möchte. Oder sowas in der Art. Fangen wir einfach an. Ja, das erste Buch, was hier gerade auf meinem Stapel einfach oben liegt, weil das nicht der erste Take ist und die Bücher inzwischen schon längst durcheinander gekommen sind, ist das beste Self-Publisher-Buch dieses Jahr, was ich euch vorstellen möchte, nämlich Zwischenwelt von Jill Noy.
Ja, ich habe dieses Jahr insgesamt 7 Self-Publisher-Bücher gelesen, weswegen ich finde, dass sie sich einen Platz in diesem Video verdient haben. Ich meine, ihr kennt meine Einstellung zu Self-Publisher-Büchern. Und 1, 2 der schlechtesten Bücher dieses Jahres waren auch Self-Publisher-Bücher. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Aber Zwischenwelt von Genoi hat mir echt richtig gut gefallen. Also, klar, ich war jetzt nicht komplett von den Socken gehauen, wie bei 1, 2 anderen Büchern, die ich euch gleich noch zeigen werde. Aber es hat dann einfach gut unterhalten und ich habe auch mit der Autorin ein bisschen hin und her geschrieben. Die ist super nett. Ich habe das Buch von ihr persönlich auf der Frankfurter Buchmesse bekommen, wo ich sie überhaupt erst kennengelernt habe. Und ja, Bücher, wo ich mit den Autoren einfach schon was Positives verbinde, haben natürlich eine größere Chance, dass sie mir gefallen. Das Buch war aber auch einfach ganz gut geschrieben. Ich fand die Idee, dass eben so aus Rache plötzlich eine Parallelwelt auftaucht und dann ein bisschen Kontrolle über die Menschheit übernommen wird, eigentlich ziemlich cool. Falls ihr das Ganze ein bisschen ausführlicher erklärt haben wollt und das jetzt ein bisschen wirr wird, guckt einfach unten in die Infobox, da habe ich euch das Ganze nochmal verlinkt, denn ich habe es schon rezensiert. Ich glaube, das ist an dieser Stelle einfacher, als wenn ich euch nochmal versuche, alles zu erklären. Ja, ein bisschen schwer habe ich mich in der Kategorie Bestes Fantasy-Buch getan, so dass ich am Ende mich für 2 Bücher entschieden habe, die ich ziemlich gut fand. Einmal ist da Weltenriss, die Karten der verlorenen Zeit. Da fand ich die Idee einfach unheimlich gut und sehr, sehr neu, so mit diesem, dass die verschiedenen Länder in verschiedenen Zeitaltern sich befinden, also nicht irgendwie alles normal ist oder dass alles im Mittelalter ist, sondern die einen sind im Jahr 3000 sowieso und die anderen halt erst 1986 oder so. Und das fand ich ziemlich cool. Die Protagonistin war auch ziemlich interessant. Und ja, das Buch hat mir einfach Spaß gemacht beim Lesen. Es ist natürlich leider mit 19 Euro gar kein so billiges Buch, aber das haben relativ dicke Hardcover halt an sich. Mehr Glück habt ihr dann natürlich mit der Unsterblich-Reihe. Die ist ein bisschen günstiger, weil es die inzwischen auch als Taschenbuch gibt. Ja, gut, Vampire müssen wir nicht drüber reden, die sind definitiv keine neue Erfindung. Aber ich fand einfach die Protagonistin ganz nett und durch den Schreibstil war es echt schwer, einfach mal zwischendurch aufzuhören mit Lesen. Und deswegen hat mir das Buch sehr, sehr gut gefallen und ich weiß jetzt schon, dass ich euch nächstes Jahr ein Buch vorstellen kann, bei dem ich wirklich Schwierigkeiten hatte aufzuhören. Das war dann wirklich so, dass ich mir dachte, nur noch ein Kapitel, Luisa, dann lernst du mal für die Uni, für die Klausuren und so. Ja, mein bester Roman, den ich dieses Jahr gelesen habe, stammt von Patrick Ness. Von dem habe ich ursprünglich mal nur das Buch Mehr als das irgendwie in die Finger bekommen, was so gar nichts mit 7 Minuten nach Mitternacht zu tun hat. Das habe ich mal bei einer Verlosung gewonnen und ich weiß einfach nicht mehr von wem, was echt schade ist. Sonst würde ich demjenigen nochmal danken, dass ich dieses Buch habe, denn es hat mich emotional tief berührt und normalerweise bin ich so emotional wie Einstein. Und 7 Minuten nach Mitternacht, wo es halt um einen Jungen geht, dessen Mutter dabei ist, an Krebs zu sterben und er dann so ein Monster sich erschafft in seinen Gedanken, das ihm halt beibringt, mit dieser Situation klarzukommen, fand ich sehr, sehr genial. Es ist ein Kinderbuch und es ist sehr, sehr traurig auch irgendwie. Aber ich kann es euch einfach nur empfehlen zu lesen. Es ist wunderschön, zwischendurch sind noch ein paar Zeichnungen drin, sodass man mit dem Buch echt schnell durch ist. Ich kann es euch einfach nur weiterempfehlen. Und damit sind wir auch schon bei den letzten 2 Büchern angelangt, die allerdings zu 2 verschiedenen Kategorien gehören, also ein bisschen Geduld, mein Lieben. Mein bestes Rezensionsexemplar, was ich dieses Jahr gelesen habe, und bei 64 Büchern hatte ich echt eine Auswahl, war diese gottverdammten Träume von Richard Russo. Oder ich hoffe, dass man es so ausspricht. Das fand ich einfach sehr, 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 sehr gut. Ich weiß, das sage ich jetzt über alle diese Bücher, aber ich fand sie auch alle sehr gut. Hier hat mir besonders gut eben diese Desillusionierung im Erwachsenwerden, diese Träume, die man hatte und nicht gelebt hat, dieser Realismus, der hat mir gut gefallen. Es ist ein sehr dickes Buch, wie ihr seht, das heißt, man hat einiges daran zu lesen. Man braucht halt einfach so seine Zeit und das hat mir gut gefallen, dass man eben was zu lesen hat, dass man was zum Nachdenken hat und ein weiteres Highlight war das Lesebändchen dieses Buches. Ja, diese gottverdammten Träume lohnt sich einfach. Es hat sogar, glaube ich, den Pulitzerpreis bekommen. So steht es hier zumindest drauf. Und das ist definitiv ein Buch, das Auszeichnungen verdient. Es ist sehr, sehr gut. Ich habe, glaube ich, auch das rezensiert und alle Bücher, die ich irgendwie rezensiert habe und euch heute in die Kamera halte, findet ihr wie immer unten in der Infobox. So wie ihr immer alles unten in der Infobox findet, das wisst ihr doch inzwischen. Ja, mein letztes Buch, was ich euch dieses Jahr vorstellen werde, ist mein liebster Klassiker. Ich habe dieses Jahr ganze 3 Klassiker gelesen. Wow, ich bin stolz auf mich.
Nämlich Club der Toten Dichter, Tauben im Gras, Wer die Nachtigall stört, fand ich sehr gut, denn es geht um die Themen Apartheid, also eben Rassendiskriminierung, Rassentrennung, was ich so schwachsinnig fand, um die USA 1950, was ja politisch auch einfach eine interessante Zeit ist, aber es geht auch um Kindheit, Erwachsenwerden, Ängste, kindliche Ängste, Mythen, Legenden so ein bisschen, also im Sinne von, was man als Kind so für Geschichten glaubt, von merkwürdigen Menschen und so weiter. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das ist ein sehr dünnes Buch. Also, es sieht jetzt gar nicht so dünn aus, aber es hat, mal sehen, wie viele Seiten sind denn das? Irgendwie um die 360 Seiten, also nicht so viel. Und ich habe es auf Englisch gelesen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich mag englische Bücher einfach sehr gerne und ich merke total, dass mein Englisch anrostet, was eine Katastrophe ist. Aber okay. Und das waren so meine Jahreshighlights 2016 und ich würde mich total freuen, von euch zu hören, was eure Jahreshighlights waren oder was vielleicht 2016 bei euch nicht so gut gelaufen ist. Wenn ihr wollt, kann ich dazu natürlich auch ein Video drehen, weil glaubt mir, auch wenn ich jetzt hier versuche, positive Energien in diesem Video zu versprühen und euch ganz viele Dinge erzähle, die 2016 toll waren, gab es auch Dinge, die nicht so gut liefen. Und manchmal muss man darüber ja auch reden, aber fürs Erste versuchen wir doch alle positiv zu sein. Und ich hoffe einfach, dass ihr jetzt noch gut ins neue Jahr kommt. Was sind eure Jahresvorsätze 2016? Das ist ja auch mal eine interessante Frage. Ich habe ehrlich gesagt noch keine, weil der vom letzten Jahr keine Schokolade und nichts mit mehr als 20% Zucker ziemlich hart war. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr mir einfach Ruhe von irgendwelchen Vorsätzen gönne. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich 2017 mit viel Energie anpacken werde und versuchen werde, das Beste aus der Situation zu machen. Und auch das Beste aus diesem Kanal zu machen. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Und bis dahin, bleibt gesund und bleibt mir treu.